einfach mal raus. Raus aus der eigenen Komfortzone und aus den selbstgedachten Grenzen. Raus aus sinnloser Routine und rein in das besondere Erlebnis, das Überwinden eigener Blockade. Rein in das Unbekannte. Nun ist es Zeit, über den eigenen Schatten zu springen und neue Herausforderungen anzunehmen. Denn nur so können wir den Traum erfüllen, der uns so weit weg und unmöglich scheint. Hinein in das Abenteuer. Ich habe es mir letztes Jahr vorgenommen, dass ich dieses Jahr diese coole Tour machen werde. Mein Ziel war es, bis nach Asien mit dem Fahrrad zu fahren. Das klingt vielleicht verrückt, aber keine Ahnung, ich brauchte ein bisschen Abenteuer. Und ja, so bin ich dann losgefahren. Das Coole war, dass ich nicht alleine gefahren bin. Die erste Strecke sind ein paar Freunde von mir mitgekommen. Moin. Sind dann auf jeden Fall Richtung Budapest gestartet. Das war auch deren Ziel. Und mein Ziel war es, keine Ahnung, 5-6 Wochen Fahrrad zu fahren. Ich bin Feuer und Flamme. Hammer, top. Und Flo? Kannst du sagen, let's Flo? Ich auch. Nee, ich bin echt super motiviert. Ich auch. Tour de Achim Baden, Pferden und zurück. Nach einem guten Kaffee und Kuchen sind wir gestartet. Es ging von Bremen bis nach Budapest. Dabei sind wir durch Deutschland, Tschechien, Slowakei und Ungarn gefahren. So, die Tour hat jetzt begonnen. Ich zeige euch mal, wer da vorne alles fährt. Einmal der Philipp. Moin. Das ist der Marvin und der Jens. Hey. Den kennt ihr wahrscheinlich von YouTube. Hey, ich bin's. Den kennt ihr wahrscheinlich auch im Fernsehen. Da vorne ganz einsam. Flo. Ich begrüße aus Bremen. Yes. Let's Flo. Ich freue mich schon. Los! Insgesamt sind wir dabei knapp 1300 Kilometer in 11 Tagen gefahren. Das waren ca. 120 Kilometer am Tag. Übernachtet haben wir meistens im Freien, das heißt auf einer Wiese oder im Wald oder auf einem Campingplatz. Wir hatten zwar Zelte dabei, aber haben meistens das 1000-Sterne-Hotel bevorzugt. Also meist haben wir unter freiem Himmel geschlafen. Dabei haben wir immer wieder Abenteuer erlebt. Wurde beschissen. Hallo, geh weg. Die Nacht war ein bisschen eklig. War ein paar Nacktschnecken unterwegs gewesen und so Mücken und so ein Zeugs, nicht? Viele Leute fragen uns, was wir denn auf unserer Reise gegessen haben. Oft haben wir im Bäcker gefrühstückt oder haben in irgendeinem Restaurant gegessen. Meistens haben wir jedoch den Supermarkt bevorzugt, weil es einfach am günstigsten ist und man die größte Auswahl hat. So, das Berliner hier, der kommt hier rein. Wir hatten überwiegend gutes Wetter gehabt. Es war um die 30 Grad gewesen. Einmal hat es sogar stark geregnet. Dann haben wir unsere Regenklamotten angezogen und sind ein Stückchen so weitergefahren, bis wir ein Hotel gefunden haben, wo wir dann komplett durchnässt und müde angekommen sind. Erstaunlicherweise hatten wir nur eine Panne gehabt.
Okay, davon hatten wir vier Stück gehabt. Also das waren vier Speichenbrüche, die wir insgesamt hatten. Bei ein und demselben Rad. Ich mach das, ich komm zu. Zack. Das ist mein Radteil, ja. Wir haben immer wieder coole Leute getroffen, wie zum Beispiel in Gifhorn, da haben wir eine Gruppe von Jugendlichen getroffen. Mit denen haben wir dann Pizza bestellt, haben ein bisschen Volleyball gespielt und sind dann abends weitergefahren. Ich weiß nur grässlich auf YouTube. Auf unserer Reise von Bremen bis nach Budapest haben wir immer wieder coole Erlebnisse gehabt und auch sehr viel Abenteuer erleben dürfen. Was wir aber genau erlebt haben und wie unser Tagesablauf war, das erfährt ihr in einem anderen Video von uns. Wissen die schon wegen der Speiche? Wisst ihr Bescheid? Wisst ihr das schon? Habt ihr doch, schon das habe ich vorhin eingeblendet im Video, dass die Speiche kaputt gegangen ist. Ja, und da ist sie wieder. Repariert, Rad läuft. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr auch schon mal eine kaputte Speiche hattet. Genau, das dürft ihr selbstverständlich gerne machen. Schreibt, wie ihr das gewechselt habt. Kommentiert, wie findet ihr die Fahrt bis jetzt? Was kann man besser machen? Was hat euch gefallen? Lasst ein Like da. Ja, und vielleicht gibt es viele Kommentare. Desto mehr Kommentare, desto mehr Geld. Abonnieren, Glocke machen. Ja. Hey, no money. No. Alles ja, aber wir haben ja auch mal so eine Tour gemacht. In Budapest angekommen haben wir noch ungefähr 4 Tage Pause gemacht, wo wir die Stadt angeguckt haben. Und dann ging es auch für mich alleine weiter. Ab Budapest bin ich dann alleine Richtung Asien gefahren. Ich wollte nicht den direkten Weg nehmen, weil ich noch einiges von Europa sehen wollte. Keine Ahnung, wohin mich der Weg führt hier. Aber da war so ein Schild, dass hier der Donau-Radweg ist. Es ist für mich das erste Mal, dass ich komplett alleine Urlaub gemacht habe oder auf einer Reise bin. Ich muss zugeben, dass ich mich am ersten Tag total einsam gefühlt habe. Es fing schon an, wo ich die Freunde zum Bus begleitet habe. Dann habe ich erst gemerkt, dass ich komplett alleine bin. Wo der Bus dann weggefahren ist und ich dann allein auf dem Bürgersteig stand. Aber ich wollte diese Herausforderung annehmen. Ab dem zweiten Tag ging es aber nur noch bergauf und ich habe mich eigentlich nie wieder so komplett einsam gefühlt. Danach war es sogar total schön, dass ich auch mal alleine war. Dann hatte ich endlich mal Zeit, über Sachen nachzudenken. Oft haben mich auch Freunde angerufen, Familie. Ja, das Wetter ist super. Es ist schon fast zu heiß. Meine Reise ging über Ungarn, Kroatien, Bosnien bis hin nach Serbien. Die Einreise nach Bosnien war leider nur mit einem negativen Testergebnis möglich. Von daher hat man mich an der ersten Grenze zurückgeschickt. Ich habe es aber an der zweiten Grenze auch nochmal versucht und dort hat es tatsächlich geklappt. You speak English? Yes. You need to have PCR test to enter Bosnia. What test? Anti-COVID test, PCR. Oh. Where do you want to go? I want to cross Bosnia and then go to Serbia. Only for one night and then I go. If you come with me, I will explain. Okay. Juhu! Leute, ich bin jetzt in Bosnien reingekommen. Cool, ey. Hammer. Noch 30 Kilometer fahren, dann bin ich im Hotel. Nach Serbien angekommen. Ja, sieht ganz nett aus hier. Fast so wie in Bosnien. Thank you.
Nach 3 Tagen Pausen ging es weiter, von Serbien über Bulgarien in die Türkei. Gerade von 2 Hunden gejagt. Alter, ich hätte niemals gedacht, dass ich so sportlich bin. Alleine unterwegs ist, dann erlebt man so viele coole Sachen. Hier habe ich das letzte Wasser ausgetrunken und dann ist ein Autofahrer vorbeigefahren und hat das wohl gesehen und ist dann 100 Meter weiter angehalten in so einer Parkbucht. Dann hat er mir dieses Wasser geschenkt. Sogar ohne Kohlensäure. Perfekt. Kurz vor der Grenze nach Bulgarien habe ich eine weitere Radreisende kennengelernt. Mit ihr bin ich die nächste Etappe zusammengefahren. Ja, ich bin jetzt 100 Kilometer mit Olga mitgefahren. Und es war echt cool gewesen, mal nicht alleine zu sein. Ja, und okay, goodbye, Olga. Okay, have a nice trip. Guy. Nicht mehr. Ich glaube, wir sind schon 7 oder 8 Uhr, schon seit 12 Stunden unterwegs. Ja, nicht ganz 12 Stunden, fast 12 Stunden. Boah, ich bin echt mit meinen Kräften echt am Ende. So, das ist mein Schlafplatz für die letzte Nacht in Bulgarien gewesen. Ich habe gedacht, sind ja alle sehr freundlich hier, dann kann man mal wieder im Zelt schlafen. Ich bin ausgeschlafen. Aber dafür war die Nacht echt schrecklich gewesen. Ich wurde nachts von welchen... Ich weiß, darf man Zigeuner sagen? Okay. Ich wurde nachts von welchen Zigeunern besucht. War schon sehr gruselig gewesen. Dobro. Juhu! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich Tannenbaum, ich Tannenbaum. Heidi, bye bye. Und dann, okay, bye bye, see you. Hier ist schon das erste Schild, dass es nach Istanbul geht. Und dann ist auf einmal so ein Typ angehalten. Der hat mir dann erstmal was zu Kühles zu trinken gegeben. Und dann hat er mich eingeladen zu sich. Also ich wollte genau in diese Stadt fahren, um dort ein Hotel zu suchen. Ich
Bin ich voll gespannt. Das nenne ich Urlaub. Vorne ist in Asien. Ja, da ist eine Brücke, ist ungefähr 1,6 Kilometer lang. Und das Problem ist, da dürfen keine Radfahrer lang, weil das eine Autobahn ist. Ja, und ich habe es einfach riskiert. Ich hatte auch die Option, mit der Fähre zu fahren, aber das wollte ich nicht, weil ich dadurch ja nicht mit eigener Kraft in Asien war. Und so kann ich sagen, ich bin jetzt den kompletten Weg alleine gefahren. Da hat mir niemand geholfen. Ja, nee, ist echt cool. Nee, jetzt bin ich da angekommen. Hab da zwei Ärger bekommen von der Polizei. Die haben mich da noch angehalten am Ende. Und ja, jetzt bekomme ich eine Strafe. Die muss ich ja am Flughafen zahlen. Ja, wenn ich raus möchte aus dem Land. Aber ist mir egal. Ich war in Asien. Ja, jetzt bin ich wieder zurück. Zurück habe ich es mir diesmal mit der Fähre erlaubt. Ja, und jetzt suche ich mir noch ein Hotel, wo ich übernachten kann. Die letzten vier Nächte habe ich dann in Istanbul verbracht. Ich habe dort die Stadt nochmal angeguckt, habe mir ein paar Sehenswürdigkeiten angeguckt. Und was ganz wichtig war, ich habe mein Fahrrad eingepackt. Ich habe das fast komplett in alle Einzelteile zerlegt, damit ich das als Extragepäck im Flugzeug mitnehmen kann. Hat auch super geklappt. Somit waren das dann am Ende insgesamt 3000 Kilometer gewesen. Das Ganze habe ich in 26 Tagen geschafft. Sogar schneller, als ich geplant habe. Somit war ich bei einem Durchschnitts-Tageskilometeranzahl von 115 Kilometern. Das ist eigentlich ganz okay. Insgesamt war das ein super schönes Erlebnis gewesen. Auch, dass ich alleine gefahren bin, das war eine Herausforderung gewesen, die ich positiv bewerten würde. Ich weiß, das macht nicht jeder gerne. Ich habe das wirklich auch zum allerersten Mal gemacht, dass ich alleine irgendwo hingefahren bin. Das hat mir persönlich sehr viel weitergeholfen. Außerdem habe ich jetzt auch ein ganz anderes Bild von Europa. Ich habe immer das Bild gehabt, dass in Bulgarien, Serbien und sowas, dass es da total gefährlich ist, allgemein dort Fahrrad zu fahren, in den Dörfern, in den Städten und sowas, ne? Dass es da sehr kriminell ist und so. Habe ich auch viele Sachen gehört. Ich muss aber sagen, dass ich da echt super nette Leute getroffen habe. Und ich habe jetzt ein komplett anderes Bild von Bulgarien, Serbien, Bosnien, keine Ahnung, von den ganzen Ländern dort. Und von daher finde ich das eine super Erfahrung, die ich gemacht habe. Das Einzige, was ich an dieser ganzen Tour bereut habe, war, dass ich das Ganze nicht schon früher gemacht habe. Sorry. Das schönste Erlebnis, was ich auf der ganzen Tour hatte, war eigentlich, wo ich über den Bosporus gefahren bin, wo ich dann diese Brücke genommen habe, die Europa und Asien verbindet. Weil das eigentlich illegal ist, da mit dem Fahrrad lang zu fahren, habe ich das trotzdem gemacht. Und das war so mega Verkehr drauf, um mich, LKWs, Autos, alles Mögliche. Und dann bin ich auf so einen ganz schmalen Streifen gefahren. Und also ich hatte echt niemals gedacht, dass ich das wirklich schaffen könnte, bis nach Asien mit dem Fahrrad zu fahren. Und das war unvorstellbar für mich gewesen. Ja, das schlimmste Erlebnis oder das Negativste, was ich erlebt habe, war eigentlich die Horrornacht in Bulgarien gewesen. Lange Vorgeschichte, ist ja auch egal. Oder ist nicht egal. Die war schon schlimm genug. Und dann kamen auf einmal mitten in der Nacht 6 Typen auf mich zu. Die sind aus so einer Kutsche ausgestiegen. Und ich wusste echt nicht, was ich in dem Moment machen soll. Das war halt so eine Situation, ich hatte keinen Internetempfang, keinen Mobilfunkempfang, nichts hatte ich da gehabt und kein Wasser gehabt. Und dann lag ich da in meinem Zelt und wusste wirklich nicht, soll ich mir jetzt in die Hose machen oder soll ich jetzt heulen? Keine Ahnung, ich wusste echt nicht, was ich machen soll. Das war so der schlimmste Moment auf meiner ganzen Tour, wo dann die Typen auf mich zugekommen sind und ich jetzt nicht wusste, wie die reagieren, wie ich reagieren soll. Aber ich bin dann trotzdem sehr freundlich gewesen, habe die begrüßt. Dann sind wir so in ein kleines Gespräch reingekommen
und dann sind die auch wieder weggefahren. Im Großen und Ganzen gab es mehr Positives als Negatives. Das Negative, was ich erlebt habe, das war so verschwindend klein, dass man das gar nicht erwähnen braucht. In diesem Sinne möchte ich mich wirklich von ganzem Herzen bei euch allen bedanken, die mich unterstützt haben, die mich auf meiner Fahrradtour angeschrieben, angerufen haben und mir echt Mut gewünscht haben, die mich motiviert haben, die mich angespornt haben, weiterzumachen. Und das hat mir immer so einen kleinen Kick gegeben, weiterzumachen. Aber der größte Dank geht trotzdem an den lieben Gott, der mir überhaupt die Gesundheit gegeben hat, das zu machen, die Möglichkeit gegeben hat, diese Tour zu machen. Dann danke an euch, dass ihr dieses Video bis hierhin angeguckt habt. Es folgen noch weitere Videos zu meiner Fahrradtour. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Ich versuche das eine oder das andere in den anderen Videos zu beantworten. Viele fragen mich auch, mit welchem Fahrrad ich gefahren bin, was man für ein Fahrrad braucht für so eine Tour, welche Ausrüstung man braucht und so. Das würde ich gerne mal in einem anderen Video erläutern, damit ihr auch wisst, wie ich damit umgegangen bin, welche Teile ich genommen habe, weil ich mich da doch sehr intensiv damit beschäftigt habe. In diesem Sinne, ja, nochmal Dankeschön. Bis hierhin habt ihr das Ganze angeguckt und auf Wiedersehen.